Die großen Weltreligionen sind im engeren Sinne Christentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. In einem weiteren Sinne werden dann noch dazu gezählt Judentum, Taoismus, Konfuzianismus, Shintoismus und dann die verschiedenen schamanistischen Religionen. Dann wiederum kann man die Weltreligionen unterteilen. Man könnte sagen, im Christentum gibt es die evangelischen, die katholischen und die orthodoxen. Im Islam gibt es die Sunniten und die Schiiten. Im Hinduismus gibt es die Shaivas und die Vaishnavas und die Shaktas. Bei den Buddhisten gibt es den Mahayana-Buddhismus und den Theravada-Buddhismus. Und wiederum innerhalb des Mahayana-Buddhismus gibt es wieder Unterteilungen. So kann man also sagen, es gibt die Weltreligionen mit ihren Unterteilungen, es gibt kleinere Religionen und man könnte jetzt viel sagen über die Unterschiede zwischen den Religionen. Aber ich glaube, wichtiger als die Unterschiede zwischen den Religionen sind die Gemeinsamkeiten. Allen Weltreligionen geht es darum zu sagen, es gibt eine höhere Wirklichkeit, es gibt einen höheren Sinn im Leben und man sollte sein Leben danach ausrichten. Um diesem höheren Sinn gerecht zu werden, gibt es bestimmte Praktiken, die man üben kann, bestimmte Rituale, die einem die Gegenwart des Göttlichen oder einer höheren Wirklichkeit bewusst machen oder die eine Ruhe des Geistes erzeugen. Und es ist wichtig, auch sein Leben auszurichten, um seinem religiösen Glauben und Überzeugungen gerecht zu werden. Es ist wichtig, in der Gemeinschaft zu sein und zusammen zu praktizieren. Man sollte anderen helfen und dienen und man sollte Tugenden entwickeln. In diesem Sinne sind viele Gemeinsamkeiten zwischen den Weltreligionen. Und man könnte sogar sagen, auch der Atheismus und der Agnostizismus sind auch eine Art Weltreligion. Auch hier sind nicht beweisbare Glaubensprinzipien dahinter. Die Behauptung, es gibt kein Gott, ist genauso wenig beweisbar wie die Behauptung, es gibt Gott. Und es wäre klüger, Menschen für ihre Überzeugungen zu achten, wertzuschätzen, als gegen sie als über sie zu schimpfen. William James, der große Religionswissenschaftler, Philosoph und auch Begründer der akademischen Psychologie, hatte, ich glaube, es war um 1900 herum, den Pragmatismus begründet und hat gesagt, wir können den Wahrheitsgehalt der Religionen und der Weltreligionen nicht beurteilen. Wir können aber schauen, welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen eine bestimmte religiöse Überzeugung lehren. Wenn Menschen durch die Praxis ihrer religiösen Überzeugung mehr mitfühlend werden, psychisch und körperlich gesünder sind, wenn sie dazu die Motivation bekommen, anderen zu helfen und wenn sie das Gefühl haben, ein sinnvolles Leben zu haben, dann ist diese religiöse Überzeugung eine gute. Wenn aber eine religiöse Überzeugung einen Menschen gewalttätig macht, böse, also irgendwo dazu führt, dass er anderen schadet, dass er selbst psychisch ungesund wird, krank wird und körperlich krank wird, dann ist das keine gute Religion. Und in diesem Sinne sollte man nicht gegen Religionen kämpfen, sondern man sollte schauen, wie man vielleicht seine eigene religiöse Überzeugung letztlich so lebt, dass es ein glückliches und zufriedenstellendes, erfülltes, sinnvolles Leben ist für einen selbst und für andere. Und anstatt eine ganze Weltreligion danach zu beurteilen, wie bestimmte Fanatiker dort die Religion missbrauchen, und anstatt von Fanatikern auf eine ganze Weltreligion zu schließen, wäre es klüger zu schauen, welche Menschen gibt es auf der Basis der Weltreligion oder einer speziellen Weltreligion, die ein gutes, gesundes, glückliches und mitfühlendes Leben leben? Das ist mindestens meine Überzeugung und mein Name ist Sukadev und ich bin von www.yoga-vidya.de.